Der die eine oder andere von euch mag sich schon mal gefragt haben, was das denn hier eigentlich hinter mir an der Wand ist. Immerhin stelle ich mich davor und mache meine Videos davor, also scheint das ja irgendeine Bedeutung zu haben. Und ja, es ist mir tatsächlich wichtig und weil es mir wichtig ist, habe ich es hier an die Wand gemacht. Ihr befindet euch hier, auch wenn ihr es nicht sehen könnt, in unserem Besprechungsraum, weil genau das ist letzten Endes die Kernfrage nicht nur jedes Unternehmers oder jede Unternehmerin, sondern auch jedes Menschen generell. Die Frage, bist du zufrieden? Und die Frage, bist du zufrieden, kann man eigentlich nur mit Ja oder mit Nein beantworten. Und genauso ist es hier dargestellt, bist du zufrieden? Ja. Und dann gehe ich einen Schritt auf Seite, dann steht da nämlich, dann mach weiter so. Dann gibt es überhaupt keinen Grund, irgendwas zu ändern. Aber wenn du nicht zufrieden bist, wenn deine Antwort also Nein lautet, dann ist die nächste Frage, willst du denn überhaupt zufrieden sein? Und das klingt so verrückt eigentlich, oder? Gibt es Menschen, die nicht zufrieden sein wollen? Ja, zuhauf. Da draußen laufen massenhaft Menschen rum, die, wenn sie ehrlich antworten würden, sagen würden, nö, ich will gar nicht zufrieden sein. Mancher Leute Lebensinhalt ist es, unzufrieden zu sein und mit der Welt im Unrein zu sein. Na, dann kann man meckern, dann kann man motzen, dann kann man anderen Leuten die Schuld geben. Wenn du aber jetzt sagst, bist du zufrieden? Nein. Und du sagst, du willst zufrieden sein? Ja. Dann kannst du hier genau das Entscheidende sehen. Dann ändere was. Und da das Thema Unternehmer, Unternehmerin und Unternehmen mir so sehr am Herzen liegt, ist das natürlich der Kontext, wo ich am ehesten sagen würde, ändere was. Du bist Unternehmer, da steckt das Wort Unternehmen schon drin. Also mach was. Es gibt immer eine Möglichkeit, eine Ist-Situation zu verbessern. Und wenn du Hilfe brauchst dabei, dann melde dich gerne bei mir. Ich helfe dir da gerne bei. Aber du kannst auch jede andere Quelle der Inspiration nutzen oder, ich habe schon mal in einem anderen Video geschrieben, gesagt, den Unternehmertag einführen, wo du am Unternehmen arbeitest und sukzessive das Unternehmen dahin führst, dass du glücklich und zufrieden bist. Und das ist das, was ich dir zum Schluss dieses Videos wünsche, dass du glücklich und zufrieden bist. Hand aufs Herz, hast du auch manchmal das Gefühl, mit deiner Firma, mit deinem Unternehmen in der Sackgasse zu stecken? Mit den Forderungen, die auf dich einprasseln, gar nicht mehr klarzukommen? Kunden wollen immer geringere Preise, kürzere Lieferzeiten, digitaler soll alles werden, aber Mitarbeiter bekommst du schon lange nicht mehr. Wann hast du das letzte Mal eine Initiativbewerbung bekommen? Kannst du dich noch erinnern? Wie geht's dir dabei? Ist es das, was du dir als Unternehmer, als Unternehmerin vorgestellt hast? Ist das die vielbeschworene Freiheit eines Unternehmers? Oder bist du doch viel mehr in einem Hamsterrad gelandet? Ich weiß genau, wie es dir geht, denn ich habe vor, na, sagen wir 2007, habe ich die Firma meines Vaters übernommen, eine Druckerei. Und ich merkte damals sehr schnell, dass dieses Geschäftsmodell nicht mehr lange tragen wird. Unser Maschinenpark war veraltet, unsere Mitarbeiter waren schon ewig da, neue Bewerbungen gab es nicht. Ja, und unsere Kunden kamen auch, weil sie schon immer bei uns waren. Neukunden gab es nicht. Kurzum, die Perspektive war mehr als bescheiden, wenn es auch zu dem Zeitpunkt 2007 noch alles funktioniert. Warum erzähle ich dir das? Ich möchte dir helfen, aus dieser Sackgasse rauszukommen. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass du als Unternehmer, als Unternehmerin ein Recht hast. Und zwar ein Recht, glücklich und zufrieden zu werden. Deine wirtschaftliche Existenz gesichert zu haben. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass du das Recht hast, dein Unternehmen so umzubauen, dass es genau die ersten beiden Punkte erfüllt und dich dazu auch noch stolz und zufrieden macht. Wie das geht, das erzähle ich dir gerne in einem persönlichen Gespräch. Ruf mich an, schreib mir eine E-Mail und zögere nicht, denn es wird von selber nicht besser, du musst was tun. Ja, ich freue mich auf dich, auf unser kostenloses Erstberatungsgespräch und dann kannst du immer noch entscheiden, ob der Weg, den ich dir anbieten kann, auch ein Weg für dich sein könnte. Ich freue mich, melde dich.